Moin Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von H24 mit der DDR. Und wir haben die Option, Ungarn vielleicht doch kaputt zu machen. Denn mich hat ein sehr netter Zuschauer darauf aufmerksam gemacht, dass wir ja Ungarn gleichschalten können und dann integrierte Kriegswirtschaft machen können. Das heißt, wir machen jetzt einfach nicht deutsche Kriegswirtschaft, sondern integrierte Kriegswirtschaft. So, das machen wir. Wir sind jetzt gerade noch dabei, hier mit der Marine das zu klären. Genau, haben was nach Litauen gestellt, da wir ja die Memel haben wollen, ne, ist ja klar. Beziehungsweise, nee, das haben wir schon versucht und das ging ja nicht. Deswegen haben wir ein Kriegsziel. Natürlich schlecht. Egal, ich habe schon wieder eine Fliege hier auf dem Mikro. Ich glaube, Fliegen sind, mögen mich gern. Irgendwie. Also, wer die letzten Folgen gesehen hat, weiß, dass ich verflucht wurde von so einer Fliege, die hier durchgehend rumgesummt hat. Ich glaube, es war die erste Folge des osmanischen Let's Plays. Glaube ich. Gut. Österreich-Ungarn gibt's wieder. Das wollen wir verhindern. Wir warten aber, glaube ich, noch ein bisschen, bis sie sich die Tschechoslowakei holen. Dann brauchen wir das nicht mehr machen. Fordern sie ja so den Land. Das können wir dann auch alles machen gleich. Also, müssen wir da nicht machen, meine ich. Ich bin gerade eher sehr unsicher, was wir machen sollen. Wir können halt schon mal Großraumwirtschaft machen. So. Ja. Ihr werdet nicht glauben, und ihr werdet erstaunt sein, wie friedlich das Ganze jetzt erstmal zugehen wird. Aber es wird richtig, richtig geil. Ihr habt die erste Folge richtig, richtig gut aufgenommen. Beziehungsweise, ihr habt richtig Bock auf die, auf das Let's Play. Was ist jetzt los, Alter? Wir haben gar keinen Konvoi. Ist ja moin. So, und wir haben Zivilfabriken. Ganz viele. Fry. So, wir bauen einfach mal viele von dem Zeug. Was Neues in die Armee packen. So, wenn ihr Vorschläge für Templates habt. Ihr könnt mir das gerne privat oder in den Discord. Wir haben ja einen Discord-Server. Könnt ihr, ne? Immer hier in der Beschreibung haben wir den immer verlinkt. Da könnt ihr drauf gehen. Und dann könnt ihr gerne in den Community-Chat oder was auch immer, könnt ihr gerne Vorschläge für Templates reinmachen. Und mir einen Screenshot schicken oder sowas. Und dann kann ich die dementsprechend machen. Weil ihr genau wisst, dass ich Templates zu machen hasse. Ne? Ist nicht so meins. So. Das Reindenken. Feier ich nicht so. Bin ich ehrlich. Okay. Unsere Flotte ist noch am Trainieren. Da war ja was. So. Den Kommunisten können wir später rauspacken. Können aber wen anders für. Also könnten wir jetzt eigentlich schon rauspacken gleich. Bei 150 politischer Macht. Alter, kriegen wir wenig durch Mevo-Wechsel. Alter. 0,41 täglich. Das ist traurig. Aber gut, sollten wir zu denen hier eine Freundschaft legen, Leute? Ich glaube ja. Achso, wir versuchen die Briten. Stimmt. Stimmt. Die Briten sollen kommunistisch. Was ist jetzt los? Bürgerkrieg. Natürlich. Die Briten werden kommunistisch, aber wir wollten die ja noch zusätzlich unterstützen. So. Ungarn gleichschalten und Rumänien gleichschalten. Machen wir gleich. So, was ist denn das hier? Lol, den habe ich noch nie gesehen. Kirill Muskalenko, das ist auf jeden Fall ein... Oh mein Gott, wir können ein Bündnis erstellen. Das ist auf jeden Fall ein Offizier. Wir könnten dem helfen. Wir könnten Stalin aber auch helfen. Wir könnten Stalin den Krieg erklären. Was eigentlich ganz geil ist, wenn man mal nachdenkt, weil dann könnten wir Litauen erobern, ne? Ja, das wäre schon geil. Ich sehe gerade, ich bin ganz schön tief unten hier, meine Facecam, egal. Sollte aber so klappen. Sollen wir die angreifen? Wir sind jetzt ziemlich zu Anfang des Let's Plays, deswegen weiß ich nicht. Wir gucken mal, wie es sich entwickelt. Wenn er es nicht schaffen sollte, dann machen wir es nicht. Sollte er es schaffen, dann na, werden wir mal gucken. Nehmen wir das mal. Und Creme de la Creme. Panzerung. Und den Kommunisten wollten wir rauspacken. Und durch einen, jetzt kommt's, was packen wir rein? Ist eigentlich alles scheiße, ich glaube, wir packen noch gar nichts rein. Wir nehmen lieber was anderes, und zwar irgendwie hier Industriekonzern. Forschungsgeschwindigkeit. So, guck mal, die haben die Tschechoslowakei gekriegt. Perfekt. Perfekt. Die Hater würden jetzt sagen, das wäre Cheaten, was ich jetzt mache. Aber das Spiel macht es möglich, Leute. Ich habe nicht gecheatet. Ich kann das fordern. Ohne mich schlecht zu fühlen.
Na gut. Na gut. So, die Briten sind jetzt schon 45% kommunistisch. Das steigt. Okay, nicht wirklich besonders. Ausgebaut haben wir den, soweit es geht. Beziehungsweise, ich baue den weiter aus. Bis jetzt hat sich auch noch niemand beschwert darüber. Wir behalten mal im Blick, wie es hier mit der Mannstärke aussieht. Die SSSR hat viel mehr. Geiler Reim. Sollen wir uns nicht anschließen? Aber dann ist Mefo-Wechsel weg. Mefo-Wechsel ist geil. Mefo-Wechsel ist echt geil. Andererseits sind wir wirtschaftlich jetzt schon ziemlich stark. Mefo-Wechsel, 18% haben wir dadurch. Das bringt auch nur minus 5. Lol. Ich dachte, das bringt mehr. Jo, das bringt ja. Okay, das bringt halt Bauboni. Ich weiß nicht, ob man meinen Magen hört, Leute, weil ich habe übel Hunger. Ich muss mir mal echt angewöhnen, vielleicht mal vor der Aufnahme zu essen. Das wäre vielleicht mal schlau. So, Rumänien gleichschalten. Ist mir egal. Wir gehen in den Krieg. Der erste Krieg, in dem wir sein werden, wird mit der SSSR sein. An der Seite der SSSR. Noch mehr SS gab es nicht. Wie nennen wir das Ganze? Arbeiterfront. Ja, gut, ne? Geil. So ist das natürlich schön. Europas. Europas. So, Arbeiterfront. Oh, Leute. Arbeiterfront Europas. So. So, Manöver Nummer 1 wird Vernichtung von Litauen werden. So, da kommen die Sowjets schon. Lol. Die dürfen da einfach durchlatschen. Ach, das ist die SSSR. Aber die dürfen da auch einfach durchlatschen? Waren die hier gefangen, oder? Ach, die waren hier gefangen. Ja, geil. Da haben wir gerade mal 8 Divisionen gerettet. Nice. Ja, Krieg erklären. Mefo-Wechsel weg. Ist mir eigentlich egal. So. Problem. Wir können nicht durch... ja, nicht leicht zu den Sowjets rüberkommen. Aber wir können hier oben... Wenn die den Hafen... Guck mal, die haben den Hafen gerade gekriegt. Ab dann können wir da nämlich jetzt aufbrechen dahin und damit starten. Alter, ich kann den Satz nicht länger machen. Damit starten die Sowjets anzugreifen. So. Gut, das war's mit denen. Dann schicken wir die jetzt nach hier. So. Und wir preschen nach davor. So. Vielleicht hätten wir erst Durchmarscherlaubnis nehmen müssen bei den Sowjets und dann angreifen sollen. Hätten wir, na egal. Das nationalistische Finnland hat. Finnland hat einen Bürgerkrieg, ne? Genau, gut. So, wir sollten auf jeden Fall zusehen, dass wir genug Fabrikplätze kriegen, aber dass wir auch unsere Luftwaffe ein bisschen zum Einsatz kriegen, die ich nicht trainiert habe. Geil. Schicken wir es nach hier. Und die schicken wir nach da. Okay, wir schicken die nach hier. So. Dann sollten wir, glaube ich... Warte mal, was ist das? Minus 16? LKWs. Benötigt 480. Züge. Benötigt 21. Hey, das ist doch gut. Was ist denn das? Konvois. Oha. Oha. Oh, shit. Okay, Leute. Momentchen. Okay, es hat sich noch nicht geändert. Das ist jetzt schlecht. Oh nein. Oh nein. Rumänien. Rumänien. So. Das ändert sich immer noch nicht. Das ist sehr schlecht, würde ich mal behaupten. Machen den hier. Das. Das. So, und dann warten wir. Es ist sofort fertig. 9. April. Sehr schön. Da werden erstmal Konvois produziert. Jetzt haben wir wieder Konvois. Es ist seltsam. Okay, gut. Dann jetzt doch Zerstörer. So. Nach Stettin. Wo auch immer die hin sollen. Und die Truppen sind da. Und haben wir Luftüberlegenheit? Nö. Aber das liegt daran, dass sie keinen Platz da oben haben. Könnten ja mal da oben ausbauen. So, Rumänien haben wir jetzt auch gleich geschaltet. Bauen jetzt mal wieder CW-Fabriken. Und was machen wir? Armee-Innovation. So. Bam.
Gebietsansprüche haben wir, können wir noch genug durchsetzen. Und go. So, jetzt geht's los. Alter, was machen die denn da? Sind die durch? Junge, erstmal mit dem Pferd da durchreiten, ey. Gut, Polen hat schon gar keinen Bock mehr wahrscheinlich. Krieg ich wahrscheinlich schon ein bisschen Angst. Flughafen dauert ein bisschen. Setze mal nach ganz oben, sonst wird das diesen Krieg nichts mehr. So. Wir könnten halt auch ein bisschen was hier, da, okay, könnten wir nicht. Nice. Ah, guck mal hier. Dann schicken wir das dahin. Bräuchten wir jetzt eigentlich nicht mal den Flughafen. Okay, wir haben den Flughafen schon gebaut. Okay. Gut, sehr gut. So, dann latscht mal einer nach Moskau. Das Gute im Bürgerkrieg ist, Leute, es ist nicht so schlimm wie ein echter Krieg gegen die Russen. Was ich hier, weil die Siegespunkte, das läuft ja irgendwie ein bisschen anders. Der Krieg ist schneller vorbei, weil sonst ein Bürgerkrieg viel zu lange dauern würde. Und Stalin hat zudem noch das Problem, dass seine Mannstärke immer weniger wird. Und er, dass Leute desertieren und so weiter. Was ich aber hier aus diesem Krieg, mit diesem Krieg erreichen will, ist natürlich ein Bündnis mit den Sowjets. Ist natürlich schlau. Eigenlob auf jeden Fall an mich. Und was ich noch erreichen will, ist, dass ich Gebiete der Sowjets kriege. Denn die kann man, meine ich, auch kriegen. Auch bei dem sowjetischen Bürgerkrieg. Müsste das funktionieren. So, gehen wir alles nach Leningrad hier. Nee, das müsste eigentlich klappen. Da bin ich mal gespannt. Zweite Folge und dritten Krieg, ey. Das gibt's auch nur hier. So, Moskau haben wir. Wir sind nach Tula, oder wie auch immer das heißen soll. Hier oben lassen wir mal nach Stalingrad vorstoßen. Weil Stalin hat so wenig Truppen. Ganz im Ernst. Oh mein Gott, was habe ich da gesehen? Türkische Sozialistische Republik. Oh ja, geil. Ich finde auch geil, dass Ismet Ünönü hier immer noch der Anführer ist. Nice. Wusste nicht, dass er kommunistische Tendenzen hat. Das war ja der beste. Oder. Ne, der Freund Atatürks, kann man sagen. So. Gut. Dann noch nach Kiew. Nee. Okay, das war's schon. Geil. Gut, was wir brauchen, ist auf jeden Fall die Marine von denen. Okay, da gibt's nur, ja, gut, Schutzschiffe, so. Was ich haben will, ist schwierig, ja. Gut, ist jetzt echt schwierig. Versuch mal hier so ein bisschen mich entlang zu hangeln. Junge, ihr wollt ja alles haben. Ja gut, ist euer eigenes Land, ne? Aber gut. Dann hier lang will ich noch genug haben. Den Kaukasus will ich eigentlich als Belohnung haben. Bin ich ehrlich. Dann nehme ich das vielleicht weg. Nehme mir. Wo ist es? Aserbaidschan meine ich. Da gibt es schön Öl. Ja. Ein Punkt haben wir noch. Geil. So, wir haben noch was. Alle auswählen. Wir haben noch 711 Punkte. Alter. Frank. Hier gibt es ja auch noch Öl, ne? So ist ja nisch. Armenien. Weiß nicht. Nee, da ist ja nichts. Die Krim. Hier gibt es noch 32 Wolfram. Ah. Ich glaube, ich bin eher nur auf Gebiet gerade aus. Gibt es irgendwo Ressourcen? Nö. So, nehmen wir uns das. Und nehmen wir uns noch das. Können wir uns noch was nehmen? Aber was können wir uns nehmen? Sieht scheiße aus. Alles auswählen. So, jetzt haben wir wieder neue Punkte. Alles auswählen. Ach, Kiew ist zu teuer. So ein Mist. 400 Punkte können wir noch. Ja, doch, nehmen wir das noch mit. Alles auswählen. Okay, jetzt können wir es doch nicht mehr mitnehmen. Und wieder alles auswählen. Wenn die mir das nicht geben, ne? Alter. Danke. Gut. 117 Punkte. Ich glaube, da können wir gar nichts mehr holen. Vielleicht so eine Insel oder so? Hier ist auch nicht mehr drin. Okay. Nee, gut. Wir haben viel gekriegt. Und ich glaube, sonst ist hier nichts mehr drin. Nein, komm. So, gut. Bestätigung beenden. So. Ja, damit habe ich auch nicht gerechnet. Volksrepublik Japan? Was? Boah, ich dachte schon, die wären jetzt eine Marionette. Volksrepublik Japan wurde befreit?
Ist das die Insel jetzt hier oder was? Gut, Kommunisten haben wir wieder 89%. Faschisten haben wir 89%. Und es ist ein kommunistisches Land. Das kennen wir ja, ne? Bis jetzt. Haben wir schon mal gehabt. Gut. Land sieht scheiße aus. Unser Land sieht scheiße aus. Wir haben Litauen vergessen. Kacke. Ich habe Litauen vergessen. Ja. Gut. Ja. Natürlich jetzt schlecht. Aber gut. Wir sammeln uns mal an der Grenze zu Österreich-Ungarn. Und danach versuchen wir Polen zu überfallen. Vielleicht Österreich-Ungarn sollten wir noch diese Folge schaffen. Pack mit der UdSSR machen wir jetzt erstmal. Das ist aber wieder so lächerlich mit Litauen gerade. Egal. So, unsere Flugzeuge, die will ich wieder haben. Die will ich zu Hause haben. Sind alle top ausgebildet. So, wir schicken die da hin. Und ja, das ist doch nicht wahr mit Litauen. Das wird ja so hässlich aussehen. Oh, egal, ist nicht so wild. Vielleicht hätten wir uns das obere Ding nicht nehmen sollen. Es war eh ein bisschen dumm. Mir hätte das eigentlich hier gereicht. Es hätte komplett gereicht. Nee, aber ich gebe den Assessor nicht zurück. Also, ist mir egal. Das ist halt schön zum Bauen. Schöner Platz, den können wir integrieren. Wir merken uns, wir haben 38. Mitte 38 ungefähr hatten wir, als wir gewonnen haben hier. Ja, und unsere neue Regelung sagt ja, wir dürfen in einem Jahr, haben wir abgemacht, darf ich die Sachen hier integrieren. Wird mir zwar auch nicht viel bringen, aber Mannstärke. Das ist schon mal schön. Hispanisches Bündnis, okay. Was sollen sie machen? Es ist mir hier hinten echt egal. Pause. Mittel. Ah, neue Panzerung. Und dann gehen wir mal weiter auf Industrie, denn das vernachlässige ich gerade ein bisschen. So, neue Schiffe. Die können... Achso, Batterie fehlt. So, die können wir ja... Das neue Schiff können wir ja anpassen. So. Torpedowerfer. Flak. So. Weg damit. So. Wir machen das so. Nach Stettin. Wenn der hier fertig ist, dann wird der produziert. Sehr schön. Achso, wir haben keinen Schwerpunkt. Natürlich. So, integrierte Kriegswirtschaft geht nicht, weil eine der folgenden Bedingungen muss zutreffen. Österreich-Ungarn ist mit Sozialistischer Republik Deutschland in einem Bündnis. Oder ist vollkommen unabhängig, ist ein Untertan, bla bla bla. Okay, das ist nicht der Fall. Könnte auch nicht der Fall werden, glaube ich. Ich glaube, wir müssen die angreifen. Dann machen wir es auf einem anderen Weg. Wir haben ja Optionen. So, fordern Sie das Sudetenland. Russen akzeptieren deutsch-sowjetischen Vertrag. Das ist sehr schön. Wir kriegen jetzt Panzer, Boni, Forschungsboni. Ist das hier nicht vermerkt? Nö. Okay. Als Komintern? Ah ne, kommunistisch. Ich dachte schon, Komintern. Gut. Beziehungen haben wir, genau, habe ich gerade schon angefangen zu verbessern. Die Briten sind 62% kommunistisch. So, nee, Industrie wollte ich vorantreiben. Alter, was ist denn heute mit mir los? Ich Fettfinger hier richtig rum. So. Und so. Perfekt. Radiopropaganda nutzen. Ja, nehmen wir mal. Nehmen wir mit. Ja, nehmen wir mit, was wir mitnehmen können. Okay. Sudetenland. Ihr könnt ja jetzt mal in die Kommentare schreiben, ob die das wohl annehmen werden. Sudetenland. Was ist jetzt schon wieder für ein Krieg? Kalistische Spanien im Ernst jetzt? Ja, das ist mir nicht wert. Ich will nicht mit. Oh, wir haben jetzt schon 18,7% selber hier gemacht. Weltspanne. Weltweite Spannung. So. Unsere Schiffe sind übrigens immer noch am Trainieren. So, jetzt war mein Magen mal richtig, richtig laut. Weiß nicht, ob man ihn gehört hat. Wir brauchen gar kein... Ach stimmt, wir brauchen gar kein Öl mehr handeln. Wir haben ja jetzt hier das da hinten. Geil. Das bauen wir auch mal aus. Und wenn das integriert ist, dann gibt es noch mehr. Schön. Ey, warte mal, wir bauen zuerst hochrangig die
ressourcenstarken Gebiete auf. Die haben einen Bürgerkrieg. Das ist auch wieder dumm von mir. Das weg, das weg, das weg. Das nehme ich zuerst, dann das und dann den Rest. Na egal, so. Sudetenland. Österreich-Ungarn, tritt das Sudetenland ab. Schön macht ihr das. So, das Schicksal der Tschechoslowakei können wir nicht machen. Zweiter Wiener Schiedsspruch könnten wir machen. Damit könnten wir Österreich-Ungarn noch etwas mästen, sag ich mal. Wir könnten nämlich denen noch Teile Rumäniens versprechen. Wir könnten Rumänien von zwei Seiten angreifen, in die Zange nehmen. Das ist echt mies. Wir machen mal einen zweiten Angriffstrupp. Ich mache jetzt einfach mal 48 Divisionen. Wir werden so oder so genug produzieren noch. Panzer haben wir bald neu. Und ich würde sagen, Leute, wir verabschieden uns für diese Folge. Und wenn euch die Folge gefallen hat und ihr Bock auf dieses Let's Play habt, dann zeigt mir das gerne mit einer positiven Bewertung, einem Kommentar oder einem Abo. Und ansonsten sehen wir uns ganz einfach in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.